Eine kleine Sensation, so viel kann ich euch verraten. Wir haben vier Autos. Und zwar von einem Auto, das es offiziell, glaube ich, in Deutschland kaum noch gibt, ja. Er ist lieferbar. Vier Stück sind genau noch da. Ich gucke mal auf die Uhr. Heute ist der. Heute ist der 9.6. und wir haben noch ein paar CHR hier im Lager. Ja, das sind die letzten, die ihr im Moment gerade lieferbar habt. Ihr haut die jetzt raus. Ihr habt 1,8er, ihr habt 2 Liter da. Die sind nahezu baugleich, muss man sagen, bis auf den Motor. Du hast, glaube ich, einen 1,8er und der Rest sind 2 Liter da, oder? Genau, ja. Also hier ist jetzt aktuell ein 1,8-Liter-Fahrzeug. Hier ist ein Vierzylinder-Motor gepaart mit einem Elektromotor. Und somit haben wir hier den standardmäßigen Toyota-Hybridantrieb mit 122 PS. Ja, was ziemlich cool ist, die Kiste hält ewig, weil wichtige Teile vom Elektromotor übernommen werden. Also gerade Drehmoment, starke Anfahrten und so weiter, die dann irgendwie auf Kupplung gehen könnten und so weiter, das wird alles ersetzt durch Elektromotor. Das Fahrzeug hat serienmäßig Automatik mit drin. Die 4,9 Liter sind echt. Das ist also, wer sich ein bisschen auskennt, ich fahre ja zurzeit ein 300 PS Auto mit 7,8 Litern. Ich glaube, ich fahre rückwärts mit 90, damit das Ding überhaupt dahin kommt. Aber hier ist es so, das stimmt wirklich. Also das bedeutet, also du kannst das Auto wirklich mit rund 5 Litern fahren. Ja, das ist kein geschönter Verbrauch in dem Fall. Also ich habe wirklich Kunden, die das Auto unter 5 Liter fahren. Da muss man zwar ein bisschen streichen, aber mit einem ganz normalen Fahrverhalten sind hier ohne Probleme 5,2 Liter drin. Ja, das Coole ist bei diesem Benziner hier, dass er in der Stadt sparsamer ist als auf dem Land. Das hat zu tun mit dieser Rekuperation. Der hat einen Elektromotor mit drin und der speichert die Energie beim Bremsen. Genau, also wir haben hier keinen Plug-in-Hybrid, das ist ein reiner Hybrid sozusagen. Das Fahrzeug lädt sich einmal beim Ausrollen auf und beim Verzögern und somit kann ich die ganze Energie, die normal, sag ich mal, sich in Hitze oder Luft auflöst, nutzen und meinen Akku aufladen. Ich brauche keine Steckdose. Genau, ist auch ein Riesenvorteil. Ist ja nicht immer gesagt, dass man zu Hause eine Steckdose zur Verfügung hat, zum Beispiel bei einer Mietwohnung oder sonstigem. Das Auto nutzt wirklich Energie, ohne sie extern über den Stecker zuzuführen. Ich habe gedacht, der wird in Japan gebaut. Hier steht Team D. Ja, also die Ausstattungsvariante, die wir hier bewerben, nennt sich Team Deutschland. Ist ein mittlerer Ausstattungsgrad, aber hier kriegt man wirklich die meiste Ausstattung fürs kleinste Geld. So, guck mal, wie schön der geputzt ist. Also, er stand gerade eben noch draußen, muss man sagen. Aber da geht es gar nicht drum. Das sind Neufahrzeuge, Erstzulassung ist noch nicht erfolgt. Das in dem Fall ist eine Tageszulassung. Ist aber, ich sag mal, Kilometerstand wie die anderen auch. 15, 20, 30. Die haben 15 Kilometer ab Werk in etwa. Also die Fahrzeuge sind nicht genutzt. Einfach einmal zugelassen aus Vertriebszwecken. Ist so. So, es gibt ja im Moment so gut wie keine Fahrzeuge. Von Toyota schon zweimal nicht. Wie seid ihr denn da dran gekommen? Sind das Fahrzeuge für den deutschen Markt überhaupt? Ihr seid ja Vertragshändler. Es sind immer deutsche Fahrzeuge bei uns. Also wir haben schon Ware bei Toyota, wir können auch einiges bestellen, aber Lagerware ist einfach im Moment selten. Und da sind wir froh, dass wir hier noch ein paar CHRs anbieten können. Nochmal, die sind wirklich lieferbar. Die sind direkt auf Lager, direkt abrufbar. So, ja. Sollen wir die gleich mal draußen gucken? Da stehen da, glaube ich, noch welche, oder? Genau, wo denn? Wo stehen die? Direkt hinter uns, hier vor der Tür. Falls wir vorbeikommen möchten, Fahrzeuge stehen direkt vorm Haupthaus bei Toyota. Sag mir das Datum nochmal heute. Der 9.6. Also 9. Juni 2022, ja. Die drei Stück sind wirklich die Farbe. Die sind aber noch nicht verkauft. Du hast also einen weißen. Was ist das für eine Farbe in der Mitte? Das ist so der Lidt Blau. Ja. Der Weiß ist schön. Ja, ist Nova Weiß, also schon der Aufpreis. Aber es sind noch keine hässlichen Farben dabei, ja. Wie irgendwie, ja gut, was ist schon hässlich heutzutage? Bei Toyota sowieso keine hässlichen Farben, würde ich sagen. Sind immer sehr. Ist ja gut, es gibt so exotische Farben, wo du dann eher noch folieren willst. Das ist ein Mehrschichtlack hier? Genau, ist eine Metalliclackierung. Ebenfalls so der Lidt Blau, wie er draußen steht. Dementsprechend schon eine Metalliclackierung. Das ist ja kein Auslaufmodell, der kam gerade erst raus, oder? Nee, rauskam der im Dezember 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das Fahrzeug ist natürlich schon überarbeitet worden seitdem. Also das hier ist das Facelift? Das aktuelle Modell, ja. Aktuelle Modell. So, aber da kommt nicht morgen ein neuer. Nee, auf keinen Fall. Das wollte ich nur wissen, dass ich den dann kaufe. Der Spoiler ist dabei hier? Spoiler ist immer mit dabei. Das Auto war damals vom Design her so ein kleiner Neuanfang von Toyota. Hat sich mal ein bisschen was getraut, ein bisschen frischeres Design, sag ich mal, neu konzipiert. Sieht man auch hier oben an den Türgriffen. Ich lese mal gerade vor, viele Kunden sagen, wo ist der Türgriff? Ist das nur ein Dreitürer? Nee, der ist hier oben versteckt. Ein Coupé-Look quasi. Ja.
So, das Ganze hat enorme Tönung. Ich zeige das mal gerade. Also das ist toll. Dann ist ja so, Toyota ist ja, was so die Zuverlässigkeit angeht, sehr langweilig. Denn wer einmal ein Toyota hat, der weiß das. Die funktionieren leider immer und ewig. Also es ist, woran liegt das? Wollen die irgendeinen Preis gewinnen bei Toyota? Ich würde auch sagen, also qualitativ ist Toyota einfach das Nonplusultra. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht seit Anfang der 2000er hier im Betrieb, aber wir verkaufen seitdem hier schon Hybridfahrzeuge, beziehungsweise mein Vater und die Kollegen. Und wir hatten mit den Hybridfahrzeugen nie irgendwelche Probleme. In Berlin ist das eines der meistbeliebtesten Taxis. Und du weißt warum? Ja, einfach wegen dem Verbrauch. Nein, auch. Nee. Aber es hat einen Hauptgrund. Da kommst du nicht drauf. Die Werkstattaufenthalte sind gegen null. Das heißt also, die fahren in die Werkstatt rein, wo die dann teilweise bei anderen Marken dann wirklich ewig stehen, Ersatzteile und so. Die fahren dahin, da werden dann höchstens Bremsbeläge getauscht oder so irgendwas, weil einfach bei den Hybridfahrzeugen, da geht nicht viel kaputt, weil ich sag mal, Bremsen werden kaum belastet, aber die rosten mir jetzt nicht weg, weil sie nicht benutzt werden. Die werden schon mal ab und zu zwangsgebremst. Ja, die werden auf jeden Fall mitgenutzt, die Bremsen, aber ist natürlich ein Vorteil, gerade bei Taxis, wie du es sagst, wenn der Bremsverschleiß sich so reduziert und man diese Energie noch nutzt, um das Akku aufzuladen. So, wir gehen gleich mal nach vorne gucken, ist das mal an. Es hat schöne Ausstattungsmerkmale. Das hier ist so ein Coupé-Look, den wir hier mit dabei haben. Warum ich mich so lustig mache darüber, dass ihr Autos habt, es gab so gut wie keine mehr. Es sind jetzt wieder mal vier gekommen, oder? Ja, tatsächlich. Also Lagerware bekommen wir Händler im Moment einfach schwierig, egal bei welcher Marke. Ich denke, da kann ich für jede Marke sprechen, aber ist ja auch egal, wir haben jetzt was da. Sind die Felgen dabei? Felgen sind dabei, sind 18 Zoll Leichtmetallfelgen mit einer Michelin-Bereifung hier in dem Fall. Da ist schon was sehr Hochwertiges drauf. So, man muss nicht an die Steckdose, man hat eine Beschleunigung. Steig mal ein auf der Fahrerseite, bitte. Dann komme ich mal hier rüber. Team Deutschland. Das ist übrigens das Muster. Man hat so ein Karo-Muster mit dabei. Es hat diesen Toyota-typischen Geruch, den ich irgendwie schon seit irgendwie 500 Jahren kenne. Du steigst ein und du weißt, du bist in einem Toyota. Ist so. Das ist bei Kia ist der Duft anders. Das auf jeden Fall, ja. Großes Navi. Ja. Also gehen wir kurz auf die Ausstattung ein bisschen ein. Wir haben natürlich hier eine Klimaautomatik. Haben eine Sitzheizung auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Von der Lenkradbedienung her alles vorhanden fürs Telefon zu steuern und für die Musik. Und es ist gleich noch ein Tempomat mit dabei. Der ist auch radargestützt und ein Spurhalteassistent, den finden wir hier vorne. Aktiv? Aktiv, ja. Das heißt also, der hält den Abstand und hält mich in der Spur? Genau, ja. Cool. Lederlenkrad ist mit dabei? Lederlenkrad ist mit dabei. Im Rahmen von dem Toyota Safety Sense, so nennt sich das Sicherheitssystem bei Toyota, haben wir auch noch einen Notbremsassistent mit drin, der auch einen aktiven Bremseingriff hat und eine Abblendlicht- und Fernlichtautomatik. Regenautomatik? Regenautomatik ist auch drin, genau. Also alles automatisch eigentlich? Alles automatisch. So, lass mal gucken. Also hier unten, du hast eine elektrische Parkbremse mit drin, du hast eine Automatik mit drin, das Ding geht wie Schmitz Katze. Also wenn du, ich sag mal, beschleunigst, denn der Elektromotor und der Benzinmotor arbeiten zusammen, deswegen ist er so sparsam. Genau. Vorteil ist einfach durch den Elektromotor, wir brauchen hier keine Drehzahl, um das Drehmoment zu entwickeln und da geht es direkt unten los. Super schönes Fahrgefühl, gleichzeitig auch leise, weil das Auto kann wirklich im städtischen Bereich bis 50 km/h komplett elektrisch fahren. Das ist auch mal was Angenehmes. Drehzahlmesser haben sich gespart? Es ist eine Art Drehzahlmesser. Also ich habe hier diesen CHG, also Charge-Bereich, kann also ein bisschen überprüfen, wann das Auto letztendlich sich auch wieder nachlädt und das kann ich auch in groß vorne auf dem Bildschirm darstellen lassen. So, das heißt also am meisten verbraucht er, glaube ich, Sprit, wenn er Vollgas, Höchstgeschwindigkeit, Autobahn, da zieht er am meisten, aber in der Stadt, witzigerweise, zieht er am wenigsten. Genau, ja. Wobei ich habe jetzt einen Kunden, der hat mich die Woche nochmal besucht, hat das Fahrzeug neu bei mir abgeholt, den 2-Liter-Motor, der war jetzt eine Woche in Holland und ist auf der Autobahn das Fahrzeug, also den 2-Liter-Motor mit einem Durchschnittsverbrauch von 5,4 Liter gefahren. Da darf man hier nur 100 fahren in Holland. Ja, aber trotzdem, das ist ja ein super Wert. Gut, also 5 Liter ist realistisch. Das ist jetzt auch nicht hier gefaked, weil der hat dich wirklich angerufen. Der ist war so. Wirklich hier mit dem Auto. Ja, ja. Okay. Also ist happy. Also warum ich das sage, mein Stiefvater damals, der hatte den allerersten Starlet. Und damals war der schon zuverlässig. Da war das zwar mit dem Thema Rost noch. Da waren, ich glaube, da sind alle Autos gerostet, die irgendwie kamen in den 80ern. Das ist ja mittlerweile kein Thema mehr. Pannenstatistik, da haben die anderen auch nachgezogen. Aber Toyota war so ein Trendsetter, was so Pannenstatistik anging, oder? Ja. Ich sag mal, von den echten Werten her sind wir da, glaube ich, immer noch ganz oben dabei.
So. Also Zuverlässigkeit ist Nummer eins. Wiederverkaufswert, ein Traum. Also gebrauchte Toyotas gibt es im Moment kaum, oder? Nee, tatsächlich. Und auch gerade in der heutigen Zeit, wo die alternativen Antriebe gesucht werden, weil die Kraftstoffpreise steigen und so weiter, hat man hier ein super wertstabiles Auto. Der hat Frontantrieb? Frontantrieb, genau. Also kein Allrad? Nee. Kofferraum hat er auch? Kofferraum hat er auch. Komm, guck mal an. Anschauen. Lassen wir mal gucken. Ich komme ja gar nicht drüber weg. Ihr habt vier Stück. Nee, Peter hat immer gesagt, ihr habt keine. Und deswegen. Ja, aber die Autos kann man auch zu den Konditionen nochmal nachbestellen. Also kriegst du noch ein paar nach? Kriegen wir immer nach, sicher. Toyota hat die Lieferfähigkeit ziemlich beibehalten. Ist die dabei, die Matte? Die Matte ist dabei. Genau. Mach mal drunter, was ist da? Ist nicht höhenverstellbar, ist jetzt eben in der Position so eingelegt. Mach mal hoch. Ich will mal sehen, was drunter ist. So. Da sitzt einmal die Batterie noch drunter und so. Noch so ein Schaumstoffkasten, wo man ein paar Sachen verstauen kann. So, ein paar Sachen, die dabei sind. Das heißt, ein bisschen Platz habe ich noch drunter für den wichtigsten Einkauf. Dann, ich kann umklappen. Wie geht das? Kann ich umklappen. Das muss ich allerdings von vorne machen. Habe ganz normal die Hebel. Ich zeige es jetzt mal gerade aus dem Kofferraum. Das ist übrigens eine Hutablage, die automatisch mit hochgeht. Ja, das heißt, du hast keine Rolle oder so. Es geht auch von hinten. Den Hebel dann betätigen und die Sitze umwerfen. So, also echter Fünftürer, echter Toyota, Klasse, was ist das hier so? Polo-Klasse, Golf-Klasse? Größer, schon ein Crossover, ein vollwertiger. Also da gehen wir schon eher, ja, ich weiß nicht, mit VW jetzt vergleichen kann. So, komm, wir zeigen mal die Werte, dass wir das mal nochmal abfilmen. Gerade eben habe ich es schon gezeigt, du hast ein Finanzierungsangebot. Was ist denn Bank 11? Ja, Bank 11 ist eine Bank, mit der wir eben auch zusammenarbeiten. Damals im Moment die besten Zinskonditionen und somit konnten wir ein Angebot rechnen ohne Anzahlung. Überführung ist schon drin in dem Preis für 330 Euro bei 49 Monaten. Also 330 Euro. Okay, das bedeutet, das ist jetzt kein Leasing. Das Auto gehört mir anschließend. Wenn ich dann die Restrate von 16.410 Euro zahle, ist der Restwert realistisch nach der Zeit? Auf jeden Fall. Da kommt auch wieder die Wertstabilität zum Einsatz. Also da hatten wir noch nie Probleme, dass so ein Wert nicht erzielt wird mit dem Fahrzeug. Wenn ich jetzt Bargeld habe, werde ich jetzt hier rausgejagt oder ich muss nicht finanzieren? Muss nicht finanzieren. Also der gleiche Anschaffungspreis, der liegt hier bei 30.390 Euro bei dem Fahrzeug. Wenn du mir ganz kurz mal den Peter holst, sei mal so lieb, dass wir da mal ihn haben. Geht ganz schnell. Peter, ich brauche dich mal ganz kurz. Geht ganz schnell. Ich habe nur eine Frage. Komm doch mal ganz kurz. Ich weiß, er hat so viel zu tun. Dispo ist das große Thema. Wie bist du an die Autos rangekommen, an die CRRs? Habe ich geklaut bei anderen Händlern. Echt? Nein, Quatsch. Wir haben ordentlich vordisponiert und haben Gott sei Dank eine gute Verfügbarkeit. Tobias sagt, ihr kommt eventuell noch am weiteren ran? Wir probieren es, wir sind ständig dran. Hier glühen die Drähte und wir gucken. Das ist kein Witz, du machst nur noch Dispo. Du hast früher mal mit mir selber noch gedreht, aber im Moment ist Autos kriegen das Riesenthema. Richtig, genau. Ja. Zum Verkaufen bleibt im Moment wenig Zeit. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir Ware beikriegen. Okay, danke. So, komm, wir gehen mal raus. Dann zeigen wir noch die anderen. Habt ihr sonst noch Autos lieferbar? Ja, sicher. Das ist so. Aber ich sag mal, dieser Running Gag, es gibt nichts. Ja, ich sag mal, Jahrescross und so, teilweise Lieferzeiten für Neufahrzeuge schon ein Jahr? Nee, ein Jahr nicht, aber man kann schon mit, ich sag mal, 6 Monaten jetzt aktuell bei den Fahrzeugen rechnen. So, ich denke, die Liefersituation wird sich aber auch demnächst immer wieder entspannen. Der ist aber auch schick, muss ich sagen, der CRR. Das ist also jetzt nicht so ein, ich sag mal, ein Rentnerauto oder so, sondern das ist ein sehr sportliches, ganz modernes Design. Deutsches Design kann man eigentlich sagen, oder? Europäisches Design? Nee, das ist typisch Toyota, japanisches Design, aber als CR, der Name steht ja auch für CHR, also Coupé High Rider. Und das ist so ein bisschen der schöne Spagat, den man hier geschaffen hat. Ein sportliches Auto, was doch ein bisschen höher ist und eine SUV-Optik mit sich bringt. Aber der Name Coupé High Rider? Genau, ja. Okay, so, ihr seid einer der ältesten Toyota-Händler Deutschlands. Was spricht für euch, für Toyota? Habt ihr auch Meister da schaffen? Ja klar, also der Herr Dämmerle, mit dem wir jetzt gerade noch gesprochen haben, der ist auch Kfz-Meister, hat seinen Meisterbrief hier absolviert. Mein Vater ist mit dabei und ansonsten haben wir noch 2 Mitarbeitende Meister in der Werkstatt. So, ihr habt viele Bühnen, macht das Ganze schon ewig. Dahin, was steht da hinten für einer? Was haben wir den Highlander, den haben wir auch noch auf Lager. Gut. Machen wir aber vielleicht ein extra Video noch darüber. Gerne. Danke fürs Einschalten. Wir sind bei Toyota Autohaus Klein. Heute ist Datum?
Heute der 9.6.2022. 9.6.2022 in Saarlouis in der Wallerfanger Straße. Danke fürs Einschalten. Tschüss.